Hallo, mein Name ist Evi-Maria Wörmer-Koschel, ich bin Medizinproduktberaterin bei der Firma Dödental. Im Moment befinde ich mich im Showroom in Kunwestheim. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, ob ihr eure Sauganlage richtig desinfiziert und reinigt und ob eure Produkte dafür geeignet sind und die Anforderungen erfüllt sind? Täglich nach Feierabend solltet ihr eure Sauganlage desinfizieren. Dafür empfehle ich euch unser Orotol Plus. Dabei handelt es sich um ein schaumfreies Flüssigkonzentrat. Ihr wisst bestimmt, dass bei der Anwendung von Prophylaxepulvern, zum Beispiel Natriumbicarbonate, Glycine und Calciumcarbonate, Verkrustung entstehen können. Diese lassen sich nur mit einem sauren Reiniger entfernen. Unser MD555 Cleaner. Den solltet ihr mindestens zweimal wöchentlich anwenden, in der Mittagspause, bei starken Verschmutzungen dreimal wöchentlich. Damit ihr die richtige Konzentration einhaltet, ist im Deckel der Flaschen eine Markierung abgebildet. Und damit ihr die richtige Dosierung einhaltet, empfehle ich euch unser OroCup-Pflegesystem. Leider ist es so, dass in vielen Praxen die falsche Konzentration oder Dosierung angewendet wird. Damit euch das nicht passieren kann, könnt ihr gerne kostenlos mit uns einen Termin vereinbaren. Wir kommen dann zu euch in die Praxis, erklären euch die Anwendung und lassen euch eine Pflegeanleitung vor Ort. Denn wer möchte nicht eine Sauganlage, die noch lange funktionstüchtig ist und nicht durch mangelnde Pflege beeinträchtigt wird oder sogar ausfällt?